So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Job. Ihr seht schon Level 93 und 7 Level fehlen mir jetzt noch bis Level 100. Ich denke mal, die werde ich heute hinkriegen, spätestens morgen. Aber quatsch meine Schlangen, gehen wir direkt rein in den Job. Ich weiß, einige haben es bestimmt schon gesehen. Bei mir ist komischerweise das Starterpaket nicht im Spiel mit drin, sondern es versteckt sich ein bisschen. Es ist nämlich leider Gottes, aber es heißt leider Gottes, aber es ist halt nur im Epic Game Store komplett mit drin im Launcher für 4 Euro. Das halt ist halt das komplette Starterpaket. Ist halt der Skin, die Pickaxe, Lackierung und das Rückenaccessoire. Für 4 Euro kann man da wirklich eigentlich gar nichts sagen, wissen wir ja. Weil die V-Bucks allein kosten schon eigentlich mehr. So haben wir noch den Skin dabei. Aber ich würde sagen, gucken wir uns den Shop nochmal ganz genau an. Also einmal Lucha-Paket, natürlich die netten Wrestling-Stars, wir hassen sie alle gefühlt. Aber der männliche war doch, glaube ich, länger nicht mehr da, oder? Dann Aurelia-Paket, natürlich die ganzen Goldgeschichten. Ja, könnte man sich holen für 2-2. Aber gucken. Dann Guaco, dann die Volleymeisterin rund um die Uhr. Dann haben wir erstes Zwielicht, beste Freundefolie und noch Puh. Fällt immer perfekt, wenn du das einem drückst, wenn du einen Kill gemacht hast. So, dann haben wir Chloe Kim da mit drin. Dann Mary Jane immer noch drin. Dann grüner Kobold. Dann die ganzen üblichen Pakete. Aber, warte mal, hieß der anderen Skin nicht auch Chloe? Ne, Zoe. Nicht Chloe, sondern Zoe. Ich habe das nämlich eben gerade irgendwo gelesen. Also ich dachte schon, das wäre die Comic-Variante von dem anderen Skin. Aber erstmal danke für den ganzen Support an sich von euch. Und in dem Sinne würde ich sagen, vergesst nicht gerne noch meinen Creator-Code eintragen, YT-Family. Und in dem Sinne bin ich schon wieder raus und haut rein.